Ja. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen starke Heimat Hessen 20/1428 und so weiter. Berichterstatter ist der werte Kollege Wolfgang Decker. Da kommt er und erstattet uns Bericht. Bitte schön, Wolfgang Decker. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen Beschlussempfehlung 2. Bericht Haushaltsausschuss zur Gesetzentwurf Fraktion der CDU Bündnis 90 Die Grünen Gesetzentwurf das Programm Starke Heimat Hessen und hierzu den Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses vortragen. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum den Gesetzentwurf in der zweiten Lesung beschlossenen Fassung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 20/1409 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Und die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, AfD, der Freien Demokraten und der LINKEN gefasst worden. Vielen Dank. Ja, lieber Kollege, herzlichen Dank für diese hochqualitative, hochkompetente Berichterstattung. Dafür gibt es einen Extra-Applaus des gesamten Hauses. Erleichtert uns die weiteren Beratungen. Und die übernimmt als erster Redner der Kollege Frank Kaufmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kaufmann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass ich als Vertreter der antragstellenden Fraktionen jetzt die Debatte eröffnen kann. Wir haben heute das Gesetz zur starken Heimat in der dritten Lesung und damit in der abschließenden Beratung und werden am Ende dieser Sitzung damit ein weiteres Gesetz zugunsten unserer Kommunen ins Gesetzblatt gebracht haben. Meine Damen und Herren, wir haben es schon öfters hier diskutiert, aber noch einmal kurz zusammengefasst, was machen wir mit diesem Gesetz? Wir geben mit diesem Gesetz einen Betrag von rund 400 Millionen €, der bis einschließlich dieses Jahres von den hessischen Kommunen als Gewerbesteuerumlage an das Land Hessen geflossen ist, geben wir jetzt ab dem nächsten Jahr in voller Höhe vollumfänglich an die Kommunen zurück und helfen dabei bei der Gestaltung einer gerechten Finanzverteilung mit. Ich sagte schon, wir geben es in voller Höhe zurück. Finanzstarke Kommunen werden profitieren, finanzschwächere Kommunen werden profitieren. Ja, alle Kommunen werden profitieren, vor allem durch die zusätzlichen Mittel für die Kinderbetreuung und für andere wichtige kommunale Aufgaben. Und weil ja hier das ja schon mehrfach im Plenum und in den Ausschuss strittig diskutiert worden ist, will ich unterstreichen, wir von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und ich gehe aus, die gesamte Koalition findet dieses Vorgehen ausdrücklich richtig. Und wir sind konfrontiert mit einer Reihe von Forderungen der übrigen Fraktionen in diesem Hause, die alle mehr oder minder deutlich von uns fordern, das Gesetz doch bitte lieber bleiben zu lassen. Und dann kann ich nur sagen, es wird bestätigt aus allen Ecken, das ist doch angenehm, dass ich richtig festgestellt habe. Ich kann dann nur feststellen, bevor Sie diese Forderung stellen, hätten Sie sich eigentlich mal die Folgen, wenn Ihre Forderung erfüllt würde, genauer anschauen sollen. Und da fällt mir auf, das ist diese Plenar, der halbrund, dreiviertelrund sich in drei Teile einteilt. Zur LINKEN haben wir diejenigen, die Geschenke lieber an die Paläste und die Not an die Hütten geben, um ein Zitat ein bisschen abzuändern. Und zur Rechten haben wir diejenigen, die sagen, jedem das Seine. Die Vernunft sitzt in diesem Parlament in der Mitte, die nämlich sagt, die nämlich zu Recht sagt, das, was die Flügel hier wollen, ist genau, wäre eine ungerechte Verteilung und würde die Verzerrung der Finanzkräfte in unserem Land noch eher verstärken. Offensichtlich habe ich es richtig beschrieben, weil Sie sich so aufregen. Wenn die Aufregung der Ansatz dafür wäre, darüber noch einmal nachzudenken, wie falsch Ihre Entscheidung ist, zu fordern, dass man das nicht tut, dann wäre das ja ein guter Ansatz.
Meine Damen und Herren, wir werden jetzt eine Reihe von Argumenten hören, die dann viele Bedenken, auch rechtliche Bedenken, formulieren. Das können Sie alles gerne tun. Wir hören das uns in Demut an. Wir sind voll davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen in wie vielen Kommunen, nämlich der weit überwiegenden Zahl in Hessen, von unserem Gesetz eindeutig profitieren, dann fühlen wir uns dadurch bestätigt. Da ja einige schon angekündigt haben, eine rechtliche Überprüfung anzustreben, finde ich das gut. Ich erlaube mir einen Ratschlag. Bevor Sie Ihre Klage einreichen, sollten Sie vielleicht einmal sehr genau eine Exegese der beiden bisherigen Entscheidungen des Staatsgerichtshofs zum Thema kommunalen Finanzausgleich sich anschauen. Weil, es spricht sehr viel dafür, und wir gehen auch fest davon aus, dass das, was mit dem Gesetz gemacht wird, exakt auf der Linie der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs der vergangenen Urteile sich hält. Zusammengefasst, wir halten dieses Gesetz für politisch geboten. Ja, wünschenswert. Wir halten dieses Gesetz für rechtlich einwandfrei. Wir halten dieses Gesetz mit dem heutigen Tage dann auch für ausdiskutiert, in der Wirkung für überzeugend. Und deshalb werden wir es hier und heute auch verabschieden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Nächster Redner ist für die Fraktion der AfD der Kollege Gagel. Und ich will vielleicht noch, während er auf dem Weg hierher ist, erwähnen, dass die Vernunft natürlich immer hinter dem Redner sitzt. Bitte schön, Herr Kollege Gagel. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Herr Kaufmann, ein handwerklich schlecht gemachtes Gesetz wird auch nicht besser, wenn man es mit Sturheit und Ignoranz wie Sie in dem Falle weiterverfolgt. Denn ich stelle fest, das schwarz-grüne Regierungsbündnis auf Zeit ignoriert alle grundsätzlich geäußerten Kritikpunkte der Betroffenen, nämlich der hessischen Städte und Gemeinden. Und diese Kritik, meine Damen und Herren, ist lautstark. Die Städte und Gemeinden, die jahrzehntelang zur Konsolidierung des deutschen Finanzierungssystems im Zuge der deutschen Einheit finanzielle Unterstützung gaben, werden weiterhin unmündig erachtet, die eingesparten Mittel zukünftig wieder selbst zu verwalten. Jetzt kommen Sie mit dem geänderten Gesetzentwurf und bringen ein Bonbon hinein, nämlich den geänderten Familienlastenausgleich. Dies ändert aber nichts an der grundsätzlich falschen Konstruktion, den Kommunen finanzielle Mittel durch Landesgesetz vorzuenthalten, die ihnen eigentlich nach Bundesrecht zustehen würden. Die 44 Millionen €, die die Kommunen nun durch diese Regelung in dem geänderten Gesetzentwurf zusätzlich erhalten sollen, begrüßen wir natürlich grundsätzlich. Sie packen jetzt also diesen Familienleistungsausgleich mit in den Gesetzentwurf hinein. Und da gilt es nebenbei mal zu bemerken, diesen Ausgleich, den wollen Sie nur schätzen und nicht spitz abrechnen. Bei der Gewerbesteuer soll spitz abgerechnet werden und beim Familienausgleich nicht. Wie soll das dann in den Jahren ab 2021 aussehen? Wird sich dann vielleicht wieder ein Nachteil für die kommunale Familie ergeben, weil geschätzt wird und nicht spitz abgerechnet wird? Muss dann das Land wieder nachjustieren? Also da sind in Ihrem geänderten Gesetzentwurf wieder erneute Fehler letztendlich mit drin. Es bleibt auch in der dritten Lesung dabei, meine Damen und Herren. Das Gesetz Starke Heimat Hessen basiert auf keiner gültigen rechtlichen Grundlage. Es ist formell wie auch materiell verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Dem von der Landesregierung beauftragte Rechtsgutachten mangelt es grundsätzlich an einer Beantwortung der Frage zur Rechtsgrundlage. Des Weiteren befasst es sich nicht anweise mit dem Kernproblem des Gesetzesvorhabens. Dies haben wir in der ersten und zweiten Lesung schon hier ausführlich diskutiert. Das von der Landesregierung vorgelegte Rechtsgutachten kann in diesem Gesamtzusammenhang nur als reines Gefälligkeitsgutachten angesehen werden. Zielführend ist es wenigstens nicht.
Der Hessische Städte- und Gemeindebund, der hier ein entsprechendes Gegengutachten zum ursprünglich geplanten Gesetzentwurf vorgelegt hat, und darüber haben wir schon häufig geredet, ist nach unseren Recherchen von Ihren Änderungen jetzt im Gesetzentwurf wenig beeindruckt. Die oben genannten zusätzlichen juristischen Bedenken werden weiterhin in keiner Weise entkräftet. Natürlich soll jetzt mit der Nachbesserung zum Familienleistungsausgleich Zustimmung erkauft werden. Denn die 44 Millionen € sind ja ein Leckerli für die Kommunen. Aber viele Kommunen haben sich bereits gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen, und sogar CDU-Landtagsabgeordnete. Wie sieht es denn aus, Herr Honka? Wie stimmen Sie denn heute ab? In der Stadtverordnetenversammlung Dreieich haben Sie sich doch vehement gegen den Gesetzentwurf Starke Heimat ausgesprochen. Und wenn ich hier so in die Runde schaue, liebe Kollegen von der CDU, könnte ich doch noch das andere oder ein oder andere Beispiel bringen, wo im Wahlkreis auf kommunaler Ebene in Ihrer eigenen Partei Ablehnung herrscht, beispielsweise in Frankfurt. War das nicht auch die CDU, die im Römer sich gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen hat? War das so? Aber ich sage Ihnen heute, was passiert. Heute passiert nämlich das, was immer passiert mit der CDU. Die unterschiedlichen politischen Ebenen sind Ihnen egal. Auf kommunaler Ebene singen Sie Hü, und auf Landesebene singen Sie Hott. Ich fasse zusammen, liebe Kollegen. Der Gesetzentwurf Starke Heimat ist und bleibt verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Die Landesregierung hat keine Gesetzgebungskompetenz zur Regelung einer Gewerbesteuerumlage. Mit dem geänderten Gesetzentwurf wollen Sie in der kommunalen Familie Zustimmung erkaufen. Das wird Ihnen nicht gelingen. Das Signal, welches Sie mit dem Gesetz nach außen senden, ist und bleibt völlig falsch. Die kommunale Selbstverwaltung wird in ihren Grundfesten erschüttert. Ein seit jeher funktionierendes dezentrales Aufgabenverteilungssystem will die Landesregierung systemwidrig für ihre eigenen politischen Ziele ausnutzen. Deshalb mein erneuter Appell an die Regierungsfraktionen. Regeln Sie den Familienleistungsausgleich mit separatem Gesetz. Achten Sie rechtsstaatliche Prinzipien wie Subsidiarität und geben Sie den Kommunen ihre finanzielle Entscheidungsfreiheit zurück. Riskieren Sie nicht den für Hessen blamablen Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Und zeigen Sie Respekt vor der breiten Front der Ablehnung und ziehen Sie Ihren Gesetzentwurf heute Abend noch zurück. Die AfD-Fraktion jedenfalls beantragt namentliche Abstimmung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist Kollege Dr. H.C. Hahn für die Fraktion Die Freien Demokraten. Der hängt da. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in einem Punkt gebe ich dem Kollegen Kaufmann recht. Das Thema ist durch. Sie haben gesagt, der Gesetzentwurf ist ausdiskutiert. Ja, wir haben Anhörungen durchgeführt. Ich habe noch nie eine solche Anhörung erleben dürfen, dass der Gesetzesvorschlag von Regierungsfraktionen derartig zerhackt worden ist. Und zwar nicht nur. Nein, das stimmt nicht, Herr Kollege Rudolph. Ich glaube, wir sollten das Thema ernster angehen, als dass wir jetzt noch einmal einen kurzen Lacher. Dazu bekommen. Es ist nicht nur von den mit dem anderen Parteibuch ausgestatteten Menschen negativ beurteilt worden, sondern es ist von der Vielzahl von kommunalen Spitzenleuten, sei es Mitarbeiter in den drei kommunalen Familien, sei es gewählte Bürgermeister oder sei es direkt gewählte Bürgermeister oder sei es indirekt gewählte Bürgermeister, wie z.B. Herr Becker, alle haben den Gesetzentwurf als nicht gut empfunden. Okay, es gab drei, vier junge Bürgermeister aus dem Vogelsbergkreis, die haben erklärt, die Kohle ist mir wichtiger als das System. Da kann ich nur dem Kollegen, Landtagskollegen aus dem Vogelsbergkreis gratulieren, dass er dieses so gut organisiert hat. Aber das war es dann auch. Dass CDU und das GRÜNE derartig mit offenen Augen
gegen die Wand rennen, das ist jetzt ausdiskutiert. Ich will aber eines noch einmal hinterlegen. Wir werden es Ihnen niemals durchgehen lassen, dass Sie sagen, mit Ihrer Entscheidung heute sind die Kommunen die Gewinner und kriegen mehr Geld. Das ist mit Verlaub schlicht die Unwahrheit. Das ist mit Verlaub schlicht die Unwahrheit, weil Sie zu einem Trick greifen. Und das ist ein schmutziger Trick, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Schwarzen und von den Grünen. Ein schmutziger Trick, den kein anderes Bundesland gemacht hat, dass Sie nämlich das Geld, was den Kommunen zusteht, den Kommunen nicht zu 100% wieder zur Verfügung stellen. Das ist kommunales Geld. Das ist kommunales Geld. Das machen Sie nicht, Herr Kollege Boddenberg. Sie machen es nicht. Und ich will mich jetzt gar nicht noch mit Ihnen darüber streiten. Seien Sie doch bitte einfach mal ruhig. Darüber streiten, dass die Abrechnung, ich habe vorher mit Thomas Schäfer darüber gesprochen, weil ich finde, das ist fair, es vor der Debatte zu tun, bei Ausgaben von 400 Millionen nachher nur den Kommunen kommt zugute 379.697.980 €, dass sie das nur bekommen. Das kann man bestimmt klären. Das scheint mir eine Petitesse zu sein. Nur, lieber Kollege Boddenberg, auch darüber hätte man vorher mal was sagen können. Dass das ein Referent der FDP-Landtagsfraktion heute herausfindet, finde ich schon sehr beachtlich. Das spricht ja gerade dafür, dass es Ihnen egal ist, was passiert. Das Einzige, was Sie nachher haben wollen, ist, dass Projekte, die Sie politisch klasse finden, mit Geld der Kommunen finanziert werden, was Sie nicht zur Verfügung stellen wollen. Und das ist schmutzig. Das ist schlicht schmutzig. Da klebt ein Obu heran. Ich freue mich auf die rechtliche Auseinandersetzung. Ich freue mich auf die rechtliche Auseinandersetzung und bitte Herrn Kollegen Kaufmann, dass Sie mir die Zusammenstellung, von der Sie eben gesprochen haben, der Urteile des Staatsgerichtshofes zur Verfügung stellen, damit wir sie nicht noch einmal selbst machen müssen. Ich wette, sie ist im Finanzministerium gemacht worden, und das gilt dann ja wohl für alle Fraktionen, dass wir diese Synopse dann auch bekommen. Serviceunternehmen, Landesregierung. Und sollten wir das nicht in den nächsten 14 Tagen bekommen, dann können Sie sicher sein, dass wir Sie mit so vielen kleinen Anfragen dazu bewegen werden, uns diese Unterlage zur Verfügung stellen, dass wir sie dann, wenn auch scheibchenweise, dann auch bekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden sehen, wer nachher rechtlich die Oberhand hat. Ich höre von einigen Professoren, es gibt einen kommunalen Finanzausgleich. Und den hat auch der Staatsgerichtshof gutiert. Und da gibt es auch eine Solidarabgabe. Das heißt, die Reichen mit ihren Schultern, die Armen weniger Schultern, geben was ab. Aber was Sie jetzt machen, ist einen erneuten, einen zweiten kommunalen Finanzausgleich. Und das ist mit unserer Verfassung nicht in Einklang zu bringen. Ein schmutziger Weg, das Geld den Kommunen nicht zu geben, so wie Sie es haben wollen, sondern eine Zensur zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Antrag ist schon gestellt, aber ich wiederhole ihn für die Fraktion der Freien Demokraten. Dann wollen wir doch einmal schauen, wie die öffentlichen Äußerungen der Kolleginnen und Kollegen im Lande so zu vergleichen und zu bewerten ist mit dem Abstimmungsverhalten hier im Hessischen Landtag. Deshalb beantragen auch wir namentliche Abstimmung. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Hahn. Wir machen nur eine namentliche Abstimmung im Anschluss, keine Sorge. Und insoweit darf ich jetzt aufrufen den Kollegen Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Mal gucken, ob es Veränderungen zwischen den Abstimmungen gibt. Okay. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst eine Vorbemerkung an Herrn Kaufmann. Herr Kaufmann, wenn Sie sich über Hütten und Paläste in Hessen sorgen, dann möchte ich Sie doch anregen, die Hütten in den Kommunen in Paläste zu verwandeln. Das machen Sie am besten, wenn Sie auf diesen Gesetzentwurf verzichten und wenn Sie stattdessen die Kommunen in Hessen besser ausstatten, die Kommunen, die durch Jahrzehnte CDU-geführte Landesregierungen drangsaliert und finanziell unterausgestattet worden sind. Mit dem Gesetzentwurf, den Sie hier vorlegen, geht Hessen einen einmaligen Sonderweg.
nur leider in die falsche Richtung. Während alle anderen Bundesländer die frei werdenden Mittel aus der Gewerbesteuerumlage voll und ganz in der Entscheidungshoheit der Kommunen belassen, wollen CDU und GRÜNE eben einen Großteil der 400 Millionen € nach eigenem Gusto an die Kommunen verteilen. Und folgerichtig ist dieser Gesetzentwurf tatsächlich ein einmaliger Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, der in der Anhörung, und darauf ist hingewiesen worden, aber eben auch in zahlreichen Beschlüssen von Kreistagen, Stadtparlamenten, Gemeindevertretungen, ja nahezu von allen Vertretern der kommunalen Familie in beispielloser Einmütigkeit zurückgewiesen worden ist. Und sogar von den Kommunen, die finanziell von dem veränderten Gesetzeslage profitieren würden, selbst die haben gesagt, wir wollen diesen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung nicht. Nehmen Sie doch diese kommunalen Stimmen endlich ernst. CDU und GRÜNE behaupten, sie wollen mit ihrem, wie wir finden, intransparenten Umverteilungsprogramm besonders finanzschwache Kommunen unterstützen. Das Argument vom Kollegen Kaufmann. Grundsätzlich ein ehrenwertes Ziel. Aber es ist eben auch ein Eingeständnis, und so hat es der Kollege Hahn gesagt, es ist ein Eingeständnis darin, dass Ihr kommunaler Finanzausgleich dann eben nicht fair und gerecht ist, sondern finanzschwache Kommunen anscheinend benachteiligt, weil sonst müssten Sie jetzt ja nicht nachbessern. Und dann argumentieren Sie, Sie wollen mit kommunalen Geldern wichtige politische Zielsetzungen voranbringen. Verbesserung der Kinderbetreuung, Krankenhausinvestitionen, Stärkung des ÖPNV, Schulsekretariate, Digitalisierung. Zweifelsohne alles ganz wichtige Themen. Es ist gut, dass die Landesregierung endlich diese Themen entdeckt hat. Aber bitte organisieren Sie die Finanzierung doch mit eigenen Mitteln und nehmen Sie dafür nicht die Mittel der Kommunen. Und in der Anhörung ist berichtet worden zum Gesetzentwurf, dass die kommunalen Vertreter für diese Herangehensweise von CDU und GRÜNEN viele griffige Bilder, viele interessante Assoziationen gefunden haben. Ich habe das hier an dieser Stelle auch schon einmal gesagt. Es ist so schön, ich will das noch einmal tun. Eine dieser Assoziationen war wie folgt. Die Kommunen, die kommunalen Vertreter, die haben den Eindruck, und Herr Kaufmann hat den wohl heute wieder bestätigt, sie spielen sich hier mit großen Worten als guter Robin Hood auf. Tatsächlich aber verhalten sie sich nicht anders als der Sheriff von Nottingham. So ist das, meine Damen und Herren. Das hier sitzt nicht der Robin Hood, sondern der Sheriff von Nottingham. Und es gibt noch ein weiteres strukturelles Problem. Langfristig ist nicht gesichert, ob die Kommunen, die jetzt im Rahmen der Sonderprogramme Mittel bekommen, damit auch zukünftig über die nächsten Jahre rechnen können. Denn wie das Geld verteilt wird, das wird jedes Jahr neu im Haushaltsgesetz entschieden. Und angesichts der gegenwärtigen Mehrheit entscheidet darüber eben nicht Robin Hood, sondern der Sheriff von Nottingham. Und wenn die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen ein Missverhältnis zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen ausgemacht haben, dann ist es doch keine Lösung, kommunale Mittel nach eigenem Gusto zu verteilen, sondern dann müssen sie den kommunalen Finanzausgleich verbessern und endlich die Finanzausstattung der Kommunen verbessern. Der Änderungsantrag von CDU und GRÜNEN ändert nichts an unserer grundsätzlichen Haltung zu diesem falschen Gesetz. Und es bleibt im Fazit dabei, der Gesetzentwurf ist ein beispielloser Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Wegen diesen Eingriffs verlieren alle Kommunen durch die Umlage des Landes. Und wer finanzschwache Kommunen besser unterstützen möchte, der sollte auf diesen Gesetzentwurf verzichten und stattdessen für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen sorgen und im Übrigen für ein gerechteres Steuersystem, das das Gemeinwesen auch besser ausfinanziert. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Nächster Redner ist für die Fraktion der Sozialdemokraten der Abgeordnete Marius Weiß. Was sind die Palästen? Ja, von wegen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit diesem Gesetz, was heute beschlossen werden soll in dritter Lesung, nimmt die schwarz-grüne Landesregierung zum 01.01. nächsten Jahres den hessischen Kommunen 300 Millionen € weg. Das kann man nicht oft genug betonen.
Es gibt kaum eine Kommune, kaum eine Stadt, kaum eine Gemeinde, kaum einen Landkreis in diesem Land, wo es nicht irgendwelche beschlossenen Anträge, irgendwelche beschlossenen Beschwerdeanträge oder irgendwelche beschlossenen Resolutionen gegen dieses Gesetz gibt. Trotzdem bleibt die Landesregierung dabei, obwohl wir Ihnen Gelegenheit gegeben haben, hier in dritter Lesung noch einmal darüber nachzudenken, die massiven Kritikpunkte, die vor allem in der Anhörung vorgetragen wurden, scheinen alle nicht angekommen zu sein. Es bleibt dabei, es ist ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Es bleibt dabei, dass die Landesregierung ihrem eigenen KFA, der Verteilungswirkung ihres eigenen KFA, misstraut. Es bleibt dabei, dass 200 von den 300 Millionen Euro es nur mit einer Zweckbindung zurückgibt, die den Kommunen nicht mehr zur Verfügung stehen für Klimaschutz, für Wohnungsbau, für Steuersenkungen oder für die Abschaffung von Straßenbeiträgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt jetzt einen Änderungsantrag von Schwarz und Grün. Mit diesem Änderungsantrag sollen zwei Punkte geändert werden. Erstens, Familienlastenausgleich. Haben wir eben schon mal ein bisschen was dazu gehört, hat nichts mit Heimatumlage oder mit starker Heimat zu tun, ist völlig sachfremd, sondern es geht dabei um die Neuordnung der Umsatzsteuerverteilung und die Auswirkungen, die sich daraus ergeben. Das Ganze ist lange bekannt, offenbar bis jetzt eine gesetzliche Nachfolgeregelung schlicht vergessen worden, und deswegen schiebt man das in dritter Lesung in dieses Gesetz mit rein. Das Zweite, was geändert wird, ist, dass der KFA-Zuwachs aus der Heimatumlage nicht mehr in die Schlüsselmasse der Landkreise gehen soll, sondern nur noch in die der Städte und Gemeinden. Dazu zwei Punkte. Erstens, Herr Minister, das ist inhaltlich vertretbar, das so zu regeln, sage ich ganz klar, denn schließlich zahlen die Landkreise ja auch keine Gewerbesteuerumlage. Aber da frage ich mich schon, warum Sie das überhaupt erst in Ihr Gesetz reingeschrieben haben, denn es ist ja Ihr eigener Gesetzentwurf, den Sie jetzt dementsprechend wieder ändern müssen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, warum haben Sie denn die Zahlen, die die Kreise ursprünglich alle bekommen sollten, an jeden einzelnen Landkreis geschickt und damit Erwartungen geweckt, die Sie jetzt wieder hiermit enttäuschen? Das ist doch keine Art und Weise, wie man mit den Kommunen Politik macht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der zweite Punkt, den ich anmerken möchte, dieser Änderungsantrag, den Sie jetzt hier vorbringen, das ist schlicht das Ergebnis einer Erpressung. Das Ergebnis einer politischen Erpressung. Sie haben an die kommunalen Spitzenverbände den Entwurf einer Vereinbarung geschickt, ähnlich der Hessenkasse, die kommunalen Spitzenverbände unterschreiben sollten. Und der Hessische Landkreistag hat es nicht unterschrieben. Und da haben Sie dem Landkreistag gedroht in einem Schreiben, dass Sie gesagt haben, wenn ihr das nicht unterschreibt, wenn ihr nicht euren Mitgliedskommunen empfehlt, die entsprechende Kreisumlage zu senken, dann werden wir in dem Gesetzgebungsverfahren das so ändern, dass der Zuwachs bei den Schlüsselmassen nur noch bei den Städten und Gemeinden ankommt. Und genau das machen Sie jetzt. Das ist eine politische Erpressung, nichts anderes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist eine Art und Weise, wie man mit den Kommunen umgeht. Das ist absolut nicht in Ordnung. Und jetzt gibt es eine neue Liste, die jetzt wieder an die Kommunen verschickt wird wahrscheinlich. Seit gestern Abend haben die Obleute vom Haushaltsausschuss die, wo genau kommunenscharf aufgeschrieben wird, wer angeblich was bekommt. Damit werden Sie wieder die Kommunen an der Nase herumführen, Herr Finanzminister, wie Sie es mit der ersten Liste auch schon gemacht haben. Ich gebe Ihnen nur zwei Beispiele dafür. Sie schreiben bei der Spalte Krankenhäuser weiterhin rein, wie viel Geld angeblich jede Kommune für die Krankenhäuser bekommt. Aber dabei wird der Eindruck erweckt, dass die Kommunen das tatsächlich bekommen. Wenn Sie aber einen privaten Träger haben, der das Krankenhaus in Ihrer Gemeinde hat, dann kriegen Sie das gar nicht. Aber der Eindruck wird erweckt damit. Und der zweite Punkt ist, dass Sie hinten das vergleichen mit einer Vollabschöpfung in der letzten Spalte. Als wenn Sie 400 Millionen € voll abschöpfen würden. Das geht aber rechtlich gar nicht, das wissen Sie. Das wäre eine neue Landesumlage, das ist ein reines Phantom, was Sie hier aufbauen, mit etwas Rechtswidrigem zu vergleichen. Das ist in höchstem Maße unseriös, Herr Finanzminister. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Heimatumlage und starke Heimat Hessen haben nur einen einzigen Zweck, den Kommunen Geld wegzunehmen, um damit eigene Wahlversprechen zu bezahlen, wie beispielsweise die Kofinanzierung des guten Kita-Gesetzes. Das hat nichts zu tun mit mehr Verteilungsgerechtigkeit und nichts zu tun mit Landesförderung. Und die Art und Weise, wie Sie mit diesem Gesetz umgehen, sehen wir, haben wir am letzten Wochenende schon gesehen. Frankfurter Rundschau, jetzt vom Wochenende, Regionaltangente West wird teurer, und dann steht da drin, ich zitiere, das Land Hessen fördere die Planungskosten mit Mitteln aus dem Programm Starke Heimat Hessen, teilten Al-Wazir und Schäfer mit. Sie verteilen jetzt schon das Geld der Kommunen nach Gutdünken
und Sie ersetzen damit den Landesanteil an der RTW beispielsweise. Und das Ganze verkünden Sie schon und versprechen Sie schon, bevor dieses Parlament das Gesetz überhaupt beschlossen hat. Was ist denn das für ein Umgang mit diesem Parlament? Herr Kollege Weiß, die Redezeit ist jetzt leider um. Herr Präsident, letzter Satz, Herr Präsident. Unter Schwarz-Grün bleibt es dabei. Land und Kommunen sitzen in einem Boot, aber die Kommunen rudern und das Land steuert. Das Ganze wird mit diesem Gesetz noch verstärkt, nicht mit uns, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Abg. Michael Reul. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute ist ein guter Tag für die Kommunen in Hessen. Und zwar, wir werden in Kürze einen weiteren Baustein für die Stärkung der Kommunen in Hessen verabschieden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie können gerne reinrufen. Ich bin hier vorne mit dem Mikro automatisch lauter. Also von daher schonen Sie Ihre Stimmbänder, und dann können wir das gemeinsam diskutieren. Uns geht es darum, und das ist ein wichtiger Punkt, wir wollen in Hessen gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, der nicht vergessen werden darf. Wir wollen die Stärkung des ländlichen Raumes weiterhin vorantreiben und fördern. Wow. 80% der Kommunen profitieren von dem guten Gesetz Starke Heimat Hessen. Und, meine sehr Damen und Herren, Kollege Kaufmann hat es bei der Einbringung auch des Änderungsantrags noch einmal als Argument erwähnt. Allein 150 Millionen € gehen in die Kinderbetreuung. Dies ist ein großer Betrag, und wir geben diesen Betrag gerne in diese Richtung, weil er sinnvoll ist und weil er hilft, an der richtigen Stelle die Pauschalen zu erhöhen und die Unterstützung zu geben, die die Kommunen benötigen. Und dadurch werden wieder freie Mittel in den Kommunen geschaffen, meine sehr geehrten Damen und Herren. In unserem heute vorgelegten Änderungsantrag zum Familienleistungsausgleich möchte ich Ihnen einfach noch einmal ganz kurz darstellen, warum dies auch mit heute gemacht wird. Bisher wurden in der horizontalen Ausgleichsleistung des Landes im Landesfinanzausgleich als im Länderfinanzausgleich als Ausgaben dieser Betrag als im Haushalt verbucht. Jetzt, nach der Neuregelung, werden diese Leistungen jedoch als Mindereinnahmen bei der Umsatzsteuer verbucht. Dies hätte zur Folge, dass der Umsatzsteueranteil des Landes erheblich sinkt. Herr Kollege Hahn, ich weiß, dass Sie es verstanden haben. Sie haben sich vorhin zwar trotzdem anders geäußert, aber dies ist nicht schlimm. Denn diese direkten Auswirkungen auf die Zahlungen an die Kommunen, sie würden nämlich die Bemessungsgrundlagen für das Jahr 2020 entscheidend verringern. Und deshalb, wenn das Gesamtaufkommen des Landes an der Umsatzsteuer verringert wird, dann ist der Ausgleich nach dem bisherigen Finanzausgleichsgesetz für die Kommunen geringer. Und deshalb, damit nicht dort an dieser Stelle ein Verlust von 44 Millionen € entsteht, haben wir dies in dieses Gesetz mit hineingepackt, weil wir die Kommunen unterstützen. Dies ist freiwillig von dem Land Hessen zusätzlich quasi von den Fraktionen mit aufgenommen worden, dass wir diesen Betrag an die Kommunen geben. Wir müssen dies nicht. Wir tun es aber gerne, weil wir damit auch diesen Bereich stabilisieren. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Verteilung der Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Sie haben es ja angesprochen, die Landkreise. Ja, das ist richtig. Beim ersten Entwurf haben wir die Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich den Landkreisen zugewiesen. Aber letztendlich konnten die Landkreise wählen, ob sie den Landkreisen empfehlen, der Landkreistag, ob er empfiehlt, dass er die Kreisumlage senkt, um diese Mittel, die den Landkreisen gar nicht zustehen, auch den betroffenen Kommunen im Landkreis zur Verfügung zu stellen. Dies wurde nicht angenommen als eine Idee. Und deshalb haben wir als Gesetzgeber an dieser Stelle gehandelt und werden die Mittel, die den Landkreisen dann aus dem Kommunalen Finanzausgleich zufallen würde, auf die anderen beiden Gruppen übertragen. Und dies ist richtig, dass wir dies so tun. Und das Gesetz Starke Heimat Hessen schließt sich automatisch wie ein Mosaik in die Bausteine ein, die wir bisher hatten. Den Kommunalen Schutzschirm, die Hessenkasse,
KIPP-Programm 1 und 2. Und deshalb ist es sinnvoll, dass jetzt auch Starke Heimat Hessen mit dazukommt. Und wenn Sie Kritik üben, dass dies kein anderes Bundesland macht, das ist richtig. Auch kein anderes Bundesland hat einen kommunalen Schutzschirm zur Entschuldung gemacht, eine Hessenkasse zur Entschuldung gemacht. Und die Förderprogramme KIPP 1 und 2 hat kein Bundesland gemacht. Wir sind an dieser Stelle Vorreiter. Und dies dokumentiert sogar auch die Bertelsmann Stiftung, die ja auch sonst sehr kritisch ist. Aber sie lobt das Land Hessen für vorbildliche Finanzpolitik im Rahmen der Entschuldung seiner Kommunen. Und wenn Sie dies kritisieren, warum wir dies tun, möchte ich noch ein einziges Argument in Erinnerung rufen. Die immense Spreizung der Gewerbesteuereinnahmen. Nehmen Sie den Werra-Meißner-Kreis mit 66% und die Stadt Frankfurt mit 240%. Ich glaube, dies ist eindrücklich, und dies kann man erkennen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Es ist ein guter Tag heute für Hessen. Wir freuen uns, dass wir jetzt das Gesetz Starke Heimat Hessen beschließen können. Herzlichen Dank für die intensive und sehr gute gemeinsame Diskussion. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Ich darf Herrn Staatsminister Dr. Schäfer für die Landesregierung das Wort erteilen. Sehr verehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, wenn wir gleich doppelt namentlich abstimmen über den Gesetzentwurf, wie es beantragt worden ist, weil ich würde diesem Gesetz auch gerne zweimal zustimmen. Es ist nämlich ein gutes Gesetz. Es ist ein gutes Gesetz für das Land, ein gutes Gesetz für die Kommunen in Hessen. Und all den Theaterdonner, all die blecherne Rhetorik der Debatte mal beiseite genommen. Bis 2019 sind diese 400 Millionen € im Landeshaushalt gelandet. Das kann niemand bestreiten. Ab 2020 landen die 400 Millionen € in den Haushalten der Kommunen. Kommunale Verwendungszwecke. Auch das kann niemand bestreiten. So. Nur, dass wir mal eine gemeinsame Tatsachenbasis haben. So, genau. So. Ja, ich weiß, Frau Faeser, Sie als Vertreterin einer der reichsten Kommunen Hessens haben natürlich immer mit dafür gesorgt, dass Ihre sozialdemokratische Partei hier im Landtag allen Maßnahmen, die zur Umverteilung zugunsten der finanzschwächeren Kommunen gemacht worden sind, nicht zugestimmt haben. Hier sitzt die Partei, die sich um die reichen Kommunen in Hessen kümmert, in besonderer Weise. Das finde ich immer wieder eine eindrucksvolle Geschichte. Das ist Schwalbacher Interessenpolitik und nichts anderes, Frau Faeser. Aber langsam müssen Sie sich mal ums ganze Land kümmern und nicht nur um Schwalbach, wenn Sie mehr werden wollen in diesem Land. Ja. Zurück zum Programm. Lassen Sie mich. So. Braucht mir nur das Mikro ein bisschen höher drehen, dann schaffe ich das auch selbst. Das ist nicht das Problem. Dann lassen Sie noch einmal einen Moment, einen Augenblick darauf verwenden, die Veränderungen, die der Gesetzentwurf erfahren hat. Ich glaube, es ist schon beachtlich, bei einem Gesamtvolumen von 400 Millionen €, die bisher in den Landeshaushalt gelandet sind, die jetzt zu kommunalen Zwecken verwendet werden, kommt jetzt noch einmal 44 Millionen € Familienleistungsausgleich hinzu. Es ist ausdrücklich keine bundesgesetzliche oder sonstige Verpflichtung gehabt, sondern eine freiwillige Entscheidung des Landes, es genau so zu regeln. Wir haben in der Verabredung mit dem Städtetag zugesichert, Kai Klose hat darauf hingewiesen, ein Kindergarteninvestitionsprogramm aus Landesmitteln mit 40 Millionen €. Und wir verteilen um, darauf ist auch hingewiesen worden, aus dem Bereich der Schlüsselzuweisung zu den Landkreisen hin zu den Gemeinden und Städten, die die Gewerbesteuerumlage zahlen. Das heißt, weit über 100 Millionen € werden noch einmal zugunsten der unmittelbar betroffenen kommunalen Familie umgeleitet. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr deutliche Verbesserung des Gesetzentwurfs und greift etliche der Punkte auf, die an der Stelle diskutiert worden sind. Lassen Sie mich ein Letztes sagen. Das Argument, das ja nicht zu Unrecht vorgetragen wird, dann hören Sie einfach einen Augenblick zu und dann können wir vielleicht diskutieren. Das Argument, das ja nicht zu Unrecht vorgetragen wird, eigentlich ist für den Ausgleich der kommunale Finanzausgleich im engeren Sinne zuständig.
Jetzt haben wir gemeinsam den kommunalen Finanzausgleich, das heißt nicht gemeinsam, die Mehrheit dieses Hauses, im Jahr 2015 mit Wirkung für 2016 reformiert. Unter Auswertung der strukturellen Finanzierungsverflechtungen des Jahres 2016. Und zu den Finanzierungsverflechtungen des Jahres 2016 gehörte natürlich, dass diese 400 Millionen € als Gewerbesteuerumlage beim Land landeten. Das heißt, eine Umverteilung gemacht, wo diese 400 Millionen € noch keine Rolle spielen. So, und deshalb wird man diskutieren müssen, auch das habe ich hier an diesem Punkt schon gesagt, ob man das, was wir jetzt machen, bei der Evaluierung des Finanzausgleichs dort mit integrieren kann, sodass es am Ende ein Rechenschritt ist. Lass uns darüber reden. Aber eines ist doch auch klar. Wenn wir jetzt nichts gemacht hätten, wären 40% dieser 400 Millionen € in den drei gewerbesteuerstärksten Städten in Hessen gelandet. Frankfurt, Eschborn, Neu-Isenburg und Nummer 4 wäre Schwalbach gewesen, damit wir wieder beim Thema sind. So, bei denen wäre das Geld gelandet. Dort wäre es gelandet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das kann man wollen, Herr Kollege Hahn. Ich will das ausdrücklich nicht, weil wir wollen eine gerechtere Finanzverteilung im Lande haben. Darüber bin ich bereit, an jeder Stelle im Land, und mache das auch gerne, zu diskutieren. Am Ende haben wir eine Verantwortung für das ganze Land und nicht nur für die drei einnahmenstärksten Kommunen in Hessen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Minister. Für eine zweite Runde gemeldet hat sich der Kollege Marius Weiß. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, hier geht es um so viel Geld für die kommunalen Haushalte, dass man durchaus hier auch noch in der zweiten Runde darüber diskutieren kann, erst recht nach dem, was der Finanzminister hier eben so gesagt hat. Herr Finanzminister, wissen Sie, ich wundere mich, nachdem Sie ja, das scheint ja so eine Wohltat zu sein, dieses Gesetz für die hessischen Kommunen, dass die nicht alle jubeln. Die scheinen das nicht zu verstehen. Trotz Werbevideos, die Sie finanziert haben für dieses Fraktionsgesetz, irgendwie scheint das bei den Kommunen nicht anzukommen. Und ich glaube, das hat einen Grund, weil die Kommunen nämlich äußerst skeptisch sind. Wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und sagen, das sei Ihre Leistung und Sie sind der große Wohltäter, weil die Kommunen nämlich sehr genau wissen, dass diese Landesregierung und auch erst recht dieser Ministerpräsident, der jetzt eben auch noch gekommen ist zu der Debatte, eigentlich etwas ganz anderes vorgehabt hat. Denn dieser Ministerpräsident hat versucht, bei seinen MP-Kollegen auf westdeutscher Ebene eine Nachfolgeregelung zu finden für die zusätzliche Umlage von 29 Punkten. Und hat da keine Mehrheit bekommen. Dieser Ministerpräsident Volker Bouffier wollte, dass die hessischen Kommunen zum 01.01. nächsten Jahres von den 400 Millionen € überhaupt nichts bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und sich dann hier hinzustellen und zu sagen, wir sind jetzt der Wohltäter und wir geben den Kommunen generös etwas zurück, das geht schlicht und einfach nicht. Und das nehmen Ihnen die Kommunen auch nicht ab, wenn Sie mit so doppelter Zunge hier sprechen, Herr Finanzminister. So funktioniert es nicht. Und so zerstören Sie auch dementsprechend Vertrauen. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Es ist beantragt worden, eine namentliche Abstimmung für den Staatsminister Schäfer würde immer noch zwei beantragen, aber es geht nur eine. Beantragt worden, eine namentliche Abstimmung zu machen für die dritte Lesung Gesetzentwurf Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, 20/1428. Ich bitte jetzt, zwei Dinge zu beachten. Erstens, dass während der Abstimmung im Plenarsaal Ruhe ist. Das ist für die Schriftführer schwierig zu hören, was zugerufen wird. Wenn wir die Sache nicht unnötig verlängern wollen, wollen wir es beim ersten Mal schaffen. Und zweitens, dass Sie sehr klar und deutlich Ja oder Nein oder Enthaltung oder Zustimmung oder was auch immer sagen. Es muss klar für die Schriftführer erkennen, wie Sie abstimmen möchten. Ich würde dann jetzt mit dem Aufruf der Namen beginnen und schalte das Mikrofon zunächst für Herrn Utter frei. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir, Katrin Anders, Lena Arnold, Sabine Bächle-Scholz,
Dirk Bamberger, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer. Becher Frank Thilo. Holger Bellino. Peter Beuth. Markus Bocklet. Michael Boddenberg. Christiane Böhm. Karl Hermann Bolldorf fehlt. Volker Bouffier. Silvia Brünnel. Dr. Matthias Büger. Thailan Burcu. Ines Klaus. Miriam Dahlke. Wolfgang Decker. Christoph Degen. Oh, Entschuldigung. Decker Wolfgang war ja, oder? Nein, dann bin ich wieder im Thema. Frank Diefenbach. Angela Dorn. Tobias Eckert. Nina Eisenhardt. Arno Enners. Nancy Faeser. Martina Feldmeier. Thorsten Felstehausen. Karina Fissmann. Entschuldigt. Hildegard Förster-Heldmann. Jürgen Frömmrich. Sandra Funken. Klaus Gagel. Dirk Kaff. Kerstin Geis. Nadine Gersberger. Lisa Gnadl. Eva Goldbach. Dr. Frank Grobe. Vanessa Kronemann. Stefan Krüger. Gernot Grumbach. Dr. H.C. Uwe Hahn. Karin Hartmann. Erich Heidkamp. Christian Heinz. Birgit Heitland. Thomas Hering. Thomas Hering? War das ein Ja? Klaus Herrmann. Priska Hinz. Heike Hofmann, Weiterstadt. Markus Hofmann, Fulda. Andreas Hofmeister. Hartmut Honka. Knut John. Björn Kaffenberger. Rolf Kahnt. Norbert Kartmann. Herr Kartmann? Heiko Kasseckert. Frank-Peter Kaufmann. Kaya Kinkel. Kai Klose. Wiebke Knell. Elisabeth Kula. Gerald Kummer. Robert Lambrou. Jürgen Lenders. Thorsten Levringhaus. Andreas Lichert. Angelika Löber. Frank Lorz. Professor Dr. Alexander Lorz. Heinz Lotz. Felix Martin. Daniel May. Markus Meissner. Hans-Jürgen Müller.
Michael Müller-Lahn-Dill. Karin Müller-Kassel. Regine Müller-Schwalmstadt. Das war ein Nein. Müller-Stefan. Was, bitte? Danke. Petra Müller-Klepper. Dr. Stefan Naas. Claudia Papstibbel. Manfred Penz. Moritz Promny. Janke Pürsün. Das war ein Nein. Lucia Puttrich. Dr. Rainer Rahn. Claudia Ravensburg. Michael Reul. Boris Rhein. Volker Richter. Volker Richter. René Rock. Günter Rudolph. Michael Ruhl. Max Schad. Dr. Thomas Schäfer. Jan Schalauske. Marion Schardt-Sauer. Lukas Schauder. Hermann Schaus. Gerhard Schenk. Heidemarie Scheuch-Paschkewitz. Katrin Schlembecker. Mirjam Schmidt. Heiko Scholz. Dimitri Schulz. Armin Schwarz. Uwe Serke. Dr. Daniela Sommer. Sadet Sönmez. Frank Steinrath. Oliver Stirböck. Oliver Stirböck. Also, dann machen Sie einfach ein P. Einfach hier ein P hin. Manuela Strube. Ismail Tipi. Oliver Ulroth. Tobias Utter. Joachim Feihellmann. Bernd Erich Vohl. Matthias Wagner-Taunus. Astrid Wallmann. Alexandra Walder. Fehlt. Kati Walder. Thorsten Warnecke. Bitte? Danke. Sabine Waschke. Markus Weiß. Marius, Entschuldigung, Weiß. Dr. Ulrich Wilken. Axel Wintermeyer. Walter Wissenbach, nein. Janine Wissler. Turgut Yüksel. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, hatte jemand oder hatte jeder die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben? Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich jetzt zunächst die Abstimmung und bitte die Schriftführer ihres Amtes zu walten und das Abstimmungsverhalten auszuwerten. Es wird ein paar nicht Minuten, sondern Sekunden in Anspruch nehmen. Wir werden gleich ein Ergebnis haben.
So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben ein Ergebnis abgestimmt oder mit Ja abgestimmt haben 66 Kollegen, mit Nein abgestimmt haben 60 Kollegen. Damit ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung angenommen und insoweit zum Gesetz erhoben.